Heute machen wir ein kleines Q&A für euch. Wir haben wieder ein paar Fragen gesammelt, die wir in dem heutigen Video beantworten möchten. Und zwar zu den Themen Tiny House Stellplatz, zu den Baufortschritten bzw. zu den Bauvorhaben, die als nächstes anstehen. Und ein kleines Update zu unserem Leben im Tiny House, wie es uns geht, wie wir uns eingewöhnt haben und so weiter. Wir sind Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wann ziehen wir endlich auf unseren neuen Platz, auf unseren Übergangsplatz? Also, schon sagen? Ja, es ist. Ich kann es sagen. Wir ziehen, so wie es jetzt aussieht, Mitte Oktober um. Du hast es ja schon gesagt, es ist ein Übergangsstellplatz. Aber wir können jetzt erstmal unsere Jobs behalten, was uns ganz wichtig ist. Und erstmal auch ankommen in unserem Tiny House, das war uns auch sehr wichtig. Mhm. Also mit Mitte Oktober sind wir schon sehr sportlich, glaube ich. Wir haben jetzt den Platz soweit vorbereitet. Wir haben am Anfang erstmal alles runtermähen müssen mit dem Freischneider. Da war Ilan ganz fleißig und ich habe dann immer zwischendrin so das Gras weggezogen. Wir haben also erstmal irgendwie geguckt, wie verhält sich der Platz, passt es erstmal, was müssen wir alles vorbereiten, und dann später entschieden, dadurch, dass es ja auch wirklich was Provisorisches erstmal ist, dass wir auch so wenig Aufwand wie möglich da reinstecken wollen und auch so wenig Geld wie möglich. Und möglich. Genau, und haben uns dann eben entschieden, nur punktuell unsere Stützen auch zu stabilisieren. Das heißt, wir haben hier, leider ist die Kamera irgendwann abgebrochen, wir haben im Prinzip dort, wo die Stützen hinkommen, eine tiefere Ausgrabung gemacht, dann so einen Brecherschutt hereingeschüttet, das Ganze dann mit einem Stampfer befestigt, dann mit so einem Kies aufgeschüttet und den Rasengitter. Dank der Unterstützung unserer Familie haben wir es geschafft, tatsächlich alle Stützen vorzubereiten, wie Anja schon sagte. Wir hoffen auch, dass wir richtig abgemessen haben und die Abstände zu den Stützen auch passen. Das wäre echt ärgerlich, wenn das wir dann... Das wird sich dann alles zeigen. Ja. Könnte aber wieder zu unserer ganzen Reise passen, dass solche Dinge passieren. Ja. So viel also zu unseren Plänen mit dem neuen Stellplatz, zu unseren Vorbereitungen, das, was noch ansteht. Gut, dann stelle ich dir jetzt mal die nächste Frage. Mhm. Welche Bauprojekte stehen denn jetzt noch an? Also es gibt noch wenige große und ganz, ganz viele kleine. Ich würde sagen, das, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist, dass wir einen Hängeschrank bauen. Und zwar vor unserem Sicherungskasten im Minizimmer, direkt links neben unserer Kleiderkommode, die zwar noch nicht fertig ist, aber zumindest einsatzbereit und sich wirklich lohnt. Also wir sind total happy damit. Mhm. Aber das ist uns doch wichtig, dass wir auch unsere Jacken aufhängen können, gerade wenn jetzt die kalte Zeit kommt mit den Mänteln und den Winterjacken. Mhm. Das ist ganz lustig, weil unter unserem letzten Video, als wir euch unser Sofa vorgestellt haben, hatte jemand kommentiert und sich schlapp gelacht, weil wir an unserer Tür so einen schweren Türstopper hingelegt haben. Und wir ja immer von Leichtbau und Gewicht sprechen, und das ist natürlich total richtig, aber hinter dieser Tür befinden sich unsere Herbstmäntel und die drücken unsere Leichtbautür immer wieder zu, und wir finden eben für die offene Wirkung, für die Wirkung des Raums, ist uns ganz wichtig, dass sie sonst im Alltag immer geöffnet ist. Und wir haben halt noch keinen Haken installiert oder irgendwas anderes. Ja, ne? Ja, also ja. Wir waren da einfach noch nicht so weit. Genau, also das ist total wichtig, dass wir irgendeine Lösung finden, und wir wollen auch nicht hier im Wohn-Ess-Bereich oder in der Wohnküche unsere Winterjacken irgendwie hinhängen oder platzieren. Also das ist für mich total wichtig, am besten noch mit einem oberen Bereich, wo wir unsere 6 Aktenordner reinstellen können, dass dann unser Office auch schon mal ins Tiny House gezogen ist. Mhm. Und dann kann ich auch erstmal eine Pause vertragen. Im Moment habe ich ehrlich gesagt auch nicht so Lust zu bauen. Ich möchte mich lieber mit Sortieren und Schubladenordnung und diesen Dingen befassen. Teilen wir uns wohl auf. Ja, weil ich habe auf jeden Fall, also Lust habe ich auch nicht. Ja. Aber ich möchte fertig werden. Also zum Beispiel die Leisten hier, die hier überall noch rumliegen. Das sind jetzt Kleinigkeiten, ne? Ja, ja, aber die müssen halt verklebt werden. Da muss man halt einfach einen halben Tag mal einplanen und dann verklebt man halt die Leisten, und die halt noch nicht zugeschnitten sind, schneidet man noch schnell zu. Ja, das klingt jetzt alles nach schnell, aber es war jetzt, wir haben ehrlich gesagt, die Leisten, die wir hier verklebt haben, und das ist vielleicht fast 50% des Hauses, die haben wir in nicht mal einem halben Tag geschafft oder in vier Stunden. Mhm. Ja, 4 Stunden Arbeitszeit. Ja. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Was natürlich mehr Arbeit war, ist, die vorher zu streichen. So, da müssen wir halt überlegen, wollen wir die vorher streichen, unserer Wandfarbe oder nicht? Die haben wir ja zum Beispiel noch nicht gestrichen. Genau. Die haben wir einfach verklebt, weil wir dachten, es geht am Ende schneller. Ja.
Noch ein paar Kleinigkeiten oder ja, eher große Sachen? Ja, erstmal noch die Kleinigkeiten, weil wir haben hier, wo wir jetzt schon im Wohnzimmer sind, auch noch die Ablage, also da, wo die Konvektoren sind, oben drauf ist ja eben ja, eine Ablage für unsere Tassen oder was auch immer wir da noch abstellen wollen. Das machen wir tatsächlich auch im Alltag ganz gerne mal. Immer, das Problem ständig. Problem ist nur, dass die Platte noch nicht grundiert ist, weil wir sie ja damals noch mit einem Dekor versehen haben, welches wir jetzt wieder abgenommen haben, weil es uns irgendwie nicht gefallen hat. Mhm. Und daher wollen wir die grundieren und dann nochmal lasieren, damit die nochmal einen anderen Ton, Farbton bekommt und einfach nochmal ein bisschen resistenter ist. Und dahinter ist natürlich noch eine Steckdose in der Ecke, die ist auch angeschlossen, aber sie ist eben noch nicht installiert, weil wir hier noch einen Bereich haben, den wir eben noch verleimen müssen. Ja, es sind so Kleinigkeiten, ne? Und da noch Steckdosen, hier noch Steckdose. Dann diese Magnete, das ist auch nochmal eine Kleinigkeit, das wäre aber auch wichtig. Mit den Magneten haben wir ja gerade bei unserer Lofttreppe unseren Frischwassertank verkleidet. Also wir haben ja diese provisorischen Magnettüren eigentlich angesetzt und die Magnete halten leider gar nicht. Podestschubladen, das hat sich alles gelöst. Wichtig ist mir aber auf jeden Fall als etwas größeres Projekt noch der Tisch im kleinen Zimmer. Also quasi ein Klapptisch, der beweglich ist im Grunde. Ilan möchte mir einen Homeoffice-Schreibtisch bauen. Ja, weil das nutzt du ja schon. Ja, jetzt im Moment stelle ich einfach einen Campingtisch hin und nehme unseren Campingstuhl. Funktioniert auch. Also für mich muss das noch gar nicht morgen passieren, solange es irgendwann passiert. Aber einen Esstisch wolltest du auch noch haben. Esstisch und dann, hier im Wohnzimmer wäre ein Esstisch ganz, ganz nett, wenn man mal Besuch hat, dass man nicht immer diesen Campingtisch nehmen muss. Ach so, eine Kleinigkeit fiel mir noch ein und ich schaue die ganze Zeit drauf. Die Küche, diese Sockelleisten hier unten, die fallen. Also gerade die eine, die fällt immer durch. Ne? Das ist irgendwie entstanden. Du hast einfach nicht sauber geschnitten, gibst du das? Nein, das ist wirklich schief. Echt, das siehst du auch von hier. Das ist leider schief. Letzte Frage. Wie habt ihr euch bisher eingelebt in Bezug auf Wohnatmosphäre, Schlafen, Alltag, also Rhythmus, mit der ganzen Versorgung, also mit unserer Wasserversorgung und so weiter? Und jobmäßig, wenn wir zu zweit hier sind im Tiny House. Mhm. Willst du irgendwie mit einem Teil anfangen? Ja. Wie deine Wohnatmosphäre ist und wie du schläfst? Okay, also die Wohnatmosphäre finde ich schön. Ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich ehrlich sagen. Fühlst du dich zu Hause? Ich fühle mich zu Hause hier, ja. Mir fehlt hier irgendwie eigentlich auch nichts. Wir haben eine schöne geräumige Küche, die wir leider auch sehr oft zustellen. Das ist etwas, was mich halt von der Wohnatmosphäre noch etwas stört, natürlich. So schnell der Raum aufgeräumt ist, ist er auch leider wieder voll. Voll, genau. Und da ist mein Kopf auch voll. Also man muss hier schon jeden Tag saugen. Das gehört dazu. Es ist eine etwas staubigere Luft, die hat sich noch nicht so gesetzt. Der Baustaub ist irgendwie noch nicht ganz raus. Also man merkt schon, dass sich total schnell Staub absetzt. Zur Wohnatmosphäre sonst, wie gesagt, fehlt es mir an nichts. Es ist einfach, sind so diese Momente, wo man merkt, oh, es wird so schnell unordentlich und man kann sich hier kaum bewegen. Das stört mich. Und wenn die Dinge halt noch nicht wirklich ihren festen Platz haben. Deshalb finde ich auch wichtig, dass man diese kleinen Baustellen auch zu Ende bringt. Weil hier auf so kleinem Raum, ich sag mal knapp 18 Quadratmetern oder 17 Quadratmetern, ist es einfach wichtig, dass alles seinen Platz hat. Schläfst du denn sonst gut? Also ich schlafe eigentlich sehr gut hier, muss ich sagen. Ich finde die Matratze toll, ich finde die Energie da oben ganz, ganz, ganz schön. Wenn man im Erdgeschoss wohnt und man hat irgendwie volle Deckenhöhe, das ist hier in so einem Tiny House, wenn du im Loft bist, hast du nicht diesen Platz, klar. Aber das stört mich beim Schlafen, beim Liegen, beim Sitzen auch im Bett gar nicht. Wie gesagt, wenn man nicht dran denkt, manchmal morgens, man ist im Halbschlaf, kann es sein, dass man sich mal die Birne stößt. Dass du das mit dem Schlafen ansprichst, ich finde auch tatsächlich, bei uns oben im Loft ist mit die schönste Atmosphäre. Ja. Also ich liebe unser Schlafloft. Ja. Aber in Bezug auf das Aufstehen, also ich muss ja über Ilan krabbeln, um rauszukommen. Das ist ja wirklich auch nicht für jeden was, glaube ich. Also garantiert, wenn jemand sagt, oh Gott, Schlafloft will ich nicht, verstehe ich das total. Ja. Und ich merke auch, dass ich nicht so gut aus dem Bett komme, also dass ich gerne länger liegen bleibe, weil ich mich vorher, da hatten wir ein relativ hohes Bett, da habe ich mich immer gerne so rausgekugelt. Also ich lag dann und dann, als der Wecker geklingelt hat, habe ich mich so rumgedreht und stand dann quasi schon.
Und so muss ich mich ja dreimal über Ilan kugeln deshalb und dann die Treppe raus. Runter. Jetzt kommst du schlechter raus. Jetzt komme ich schlechter. Jetzt muss ich länger schlafen. Aber ja, doch, die Energie ist super. Nicht. Die Energie ist total schön. Die Energie ist toll da oben ja. Und es schläft sich wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut, ja. Ja, und man kommt auch raus, dann hat man halt eben eine andere Methode rauszukommen. Ja. Aber ich liebe den Grundriss. Mhm. Das muss ich einfach so sagen auch. Ich liebe unseren Grundriss. Ja. Der ist wirklich, das ist wie ein Maßanzug. Wir haben das genauso geplant, wie wir es brauchen und das verstehe ich heute wirklich zu 100%. Deshalb betonen wir auch immer wieder für Leute, die uns ansprechen und gerade selbst ihr Tiny House planen, nehmt euch Zeit für den Grundriss. Überlegt genau, was sind eure Prioritäten. Ja. Wie bei uns. Für viele ist unser Durchgangsbadezimmer gar keine Option. Für uns ist es perfekt. Es gibt für uns nichts Besseres, als hinten ein zweites Zimmerchen zu haben, wenn ich Homeoffice mache und Ilan ist trotzdem zu Hause. Mhm. Er kann hier vorne rumrödeln oder mit seinen Noise-Canceling-Kopfhörern seine Sachen machen. Ja. Und ich kann hinten auch total konzentriert arbeiten. Und das ist super. Also man kann wirklich auf so kleinem Raum, auch kann jeder sein Ding machen. Wir haben wirklich eine räumliche Trennung, ohne den Raum zu 100% zu trennen, weil wir haben ja oben alles offen gelassen. Wie kommen wir mit unserem Versorgungssystem zurecht? Wir wissen doch nicht, wie viel Gas wir im Monat oder die Woche benötigen. Das müssen wir noch mal so ein bisschen austüfteln, beziehungsweise wir dokumentieren das, genau. Ja. Und die Fußbodenheizung ist der Wahnsinn, jetzt gerade, wo es kälter wird. Das ist mit das Wichtigste, was wir installiert haben, ist die Fußbodenheizung. Mit Abstand die Kältequelle Nummer 1, das spürt man auch. Ja. Die alte in Kombination mit der Fußbodenheizung ist schon echt eine Top-Kombination. Würden wir immer wieder so machen. Das würde ich, also da habe ich nicht eine Sekunde haben wir da bereut. Ne? Ja. Wir brauchen hier keine Socken. Wir brauchen keine Hausschuhe, wir haben immer warme Füße. Dann haben wir noch das Thema Wasser. Dadurch, dass wir ja auch hier provisorisch stehen, müssen wir halt den Wasserschlauch regelmäßig anstecken, damit unser Tank auch voll läuft. Und auch das ist für uns total spannend, eben zu dokumentieren und zu gucken, wie viel Wasser brauchen wir wirklich pro Tag. Kommen wir damit gut hin oder müssen wir nochmal zum Abend hin auffüllen? Spannend ist auch, oder hier wollen wir gerne nochmal eine Ergänzung zu unserem letzten Versorgungssystem-Update bringen. Mhm. Wir hatten uns das letzte Mal so ein bisschen darüber beklagt, dass die Durchflussgeschwindigkeit in unseren Wassertank manchmal sehr, sehr gering ist. Und wir haben noch nicht verstanden, warum. Wir hätten auch einfach mal nachfragen können beim Hersteller. Das ist uns ganz wichtig, das hier auch nochmal klarzustellen. Wir haben uns jetzt auch angewöhnt, regelmäßig unsere Filter einfach zu reinigen. Man merkt einfach gerade sofort, wenn der Keramikfilter dann auch sich zusetzt. Das ist unglaublich. Wir haben, wir blenden das mal parallel auch ein. Es ist so schnell gemacht, die Kerzen, also die Filter rauszudrehen und einfach mal mit einem Schwämmchen zu putzen. Ja. Und plötzlich ist die Durchflussgeschwindigkeit merklich wieder so schnell. Ach, das ist kein Vergleich. Ja, dass der Tank wieder super schnell voll ist. Also das ist wirklich, das war eine Unwissenheit von uns. Ja. Von daher ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen. Ja. Was ja. wir jetzt noch merken, dass auch Grauwasser echt stinken kann. Dadurch, dass wir noch keinen Waschtrockner oder keine Waschmaschine bei uns angeschlossen haben, merken wir einfach, also haben wir da so einen Lappen reingesteckt, weil Grauwasser, also Spülwasser, auch echt schnell riechen kann. Ja. Das war uns gar nicht so bewusst. Wir dachten, ach, wir haben ja kein Schwarzwasser, das ist alles kein Problem durch die Trockentrenntoilette. Öko-Seifen und Öko-Spülmittel. Ja, aber auch Spülwasser kann stinken. Kommen wir zum Fazit. Wir werden mal sehen müssen, wie gut wir das alles unter einem Hut bekommen. Das heißt, den Umzug gepaart mit den Baustellen, mit den kleinen Baustellen, die hier noch anstehen im Tiny House. Was kriegen wir noch alles geschafft, bevor wir dann umziehen? Und was machen wir dann eben am neuen Standort? Das wird sich jetzt noch, denke ich mal, relativ alles zeitig ergeben. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, unsere kleine Frage-Antwort-Runde. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen und abonniert gerne auch unseren Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Wir freuen uns natürlich drauf, wenn ihr in einer Woche wieder einschaltet. Ciao! Tschüss!